Pflügen ist die älteste Sportart der Welt, die ist über 2000 Jahre alt. Wir pflegen die Haut der Welt, kann man sagen. Es läuft eigentlich ehrlich gesagt scheiße. Mit dem Traktor, das passt alles noch nicht so richtig. Ich komme mit dem Ding nicht so gut zurecht wie mit dem alten. Das ist halt irgendwie total die Umgewöhnung. Ja, und die Zeit zum Trainieren fehlt auch. Es ist eine riesige Umstellung. Ein Traktor, den ich sonst gefahren bin, der ist einfach 35 Jahre alt. Auf dem Ding sitze ich, glaube ich, seit 8 Jahren ungefähr. Da sitzt einfach jeder Handgriff, jeder Hebel, weiß ich, wo was ist. Man weiß, wie es reagiert, wie es sich verhält. Also es sind einfach 35 Jahre Techniksprung. Der Flug, der braucht einfach Aufmerksamkeit. Also man ist mit dem Kopf einfach im Flug. Und der Traktor ist ein Zugfahrzeug. Ich muss mich rumdrehen können und das Ding vorne blind bedienen. Das braucht Übung, 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 bis es halt einfach sitzt. Pflügen, trainieren, Flugschrauben. Das ist schon so eine 50-50-Sache. Was man nicht alles für einen deutschen Meister tut. War das M6, war? Nee, SM5. Passt. Ich muss auch probieren, wieder was zu drehen. Oder das aufschmelzt. Du kriegst es nicht geschmolzen. Die Zeit, die man miteinander vorher verbringt, vor Meisterschaften, es ist so intensiv, es ist so viel Zeit. So kann man das eigentlich auch als Teamsport sehen. Es gibt sehr wenig Vorbereitung. Ich bin so schlecht vorbereitet, glaube ich, wie noch nie. Leute sagen, es sieht fertig aus, was ist mit dir los? Ist alles klar? Da muss man sich um den Gedanken machen. Man muss beknackt sein. Also da ist mehr wie Idealismus, wenn man dann auch noch so bei diesem Wetter hier standhält. Wir sind nicht beknackt. Auf irgendeine Weise ist man ja beknackt. Warum fahren andere Leute mit dem Auto stundenlang im Kreis? Auch bescheuert. Wenn man so will, wird auch ein riesen Aufriss betrieben, ein riesen Kohleverschleuder, da hängt ewig viel Geld hinter. Das ist halt ein Sport. Ein gut geflüchtetes Feld, es strahlt Ruhe und einfach Schönheit aus. Ne? Das ist einfach der Reiz der Perfektion auch. Ich bin selten zufrieden mit irgendwas, kann irgendwie immer besser laufen. Wenn man in der Liga spielt, in den ersten 10 der Welt, da ist die Luft sehr dünn. Wenn ich dahin fahre, will ich eigentlich 100% bringen und das Maximale rausholen. Und irgendwie so eine Pimmeltour habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ich will heimfahren, ein bisschen stolz drauf sein und ich habe alles gegeben und das ist bei rumgekommen. Unsere beiden Besten haben beide Bruch erlitten, leider. Und dann haben sie eine Stunde Zeit, das zu reparieren. Und also sie waren auf jeden Fall erfahren genug, mit so Situationen umzugehen, dass er seinen Rhythmus wiederfindet. Ich würde auch sagen. Letztendlich danach ist man meistens hibbelig. Reicht die Zeit, kriegt man das in der Zeit fertig. Die anderen sind fertig, das macht einem unterbewusst, macht das, ich will auch fertig werden. So, obwohl man eigentlich weiß, man hat die Zeit, wo man repariert hat, hinten dran. Das ist ein komisches Gefühl. Sebastian ist ein Typ, der das Pflügen verinnerlicht, der in der Lage ist, sich auf jede Situation schnellstens einzustellen. Unser Starfahrer, sage ich mal, der Sebastian, ist immer vorne mit dabei. Wir sagen, er ist der FC Bayern München des Pflügens. Der Kollege auf Würstenplatz ist der Sebastian Mokowski. In einer Woche geht's los, komm hoch, 10 Tage Dänemark. Die Leidenschaft vom Pflügen ist wie Weihnachten, Neujahr, alles auf einen Tag. Also das kann man nicht erzählen, wie schön das ist.